Hallo ihr Lieben und willkommen zurück. Ja, wie ihr seht, ich war spontan gestern nochmal bei Action. Wir wissen ja alle nicht, wie sich das hier so weiterentwickelt. Es scheint ja wirklich in Richtung erneuter oder heftigerer Lockdown zu gehen. Und ja, ich fand diese hier fürs Zuhause hocken sehr passend. Und habe die mir nochmal mitgenommen. Und ich habe auch Straßenmalkreide für die Kinder geholt. Die kostet da ja nur 65 Cent. Da habe ich gleich 4 Packungen mitgenommen. Und habe dann auch noch, das habe ich eigentlich unten im Körbchen, damit es die Kinder nicht sehen, wenn sie hier ins Büro kommen, diese Figuren hier noch mitgenommen. Die kosten 1,19 €. Die gibt es ins Osternest. Zweimal für Junge, viermal für Mädchen, ne? Zwei Mädchen, ein Junge. Die kosten 1,19 €. Und diese, ja, genau. La la la. Diese Sticker kosten, ja, ich würde es gern wissen. Ich finde es gerade nicht. Ich habe keine Ahnung, wo es steht. Sehr, sehr toll. Ja, genau. Wirklich echt voll klasse. Also ich weiß nicht, warum. Ich finde es gerade einfach nicht. Wobei ich auch ehrlich gestehen muss, ich bin so ein bisschen von der Rolle. Wir haben heute echt so viel wieder. Ach, da habe ich ihn. 94 Cent kosten sie. Genau. Relief-Stickerbogen. 94 Cent. Ja, wir haben so viel im Homeschooling erledigt. Es ist so übel, was da alles anstand. Ja, aber man muss ja. Dann habe ich mir hier diese Spitzen mitgenommen. Ich bin ja gerade momentan dabei, so ein Vintage-Album herzustellen. Spitze auf Holzspule kostet 79 Cent. Und die habe ich mir dann einmal in so einem Creme und in Weiß mitgenommen. Dann habe ich das schon überall gesehen und fand das echt total interessant. Diese Folienkunst, Teile, die möchte ich gerne mal ausprobieren, wie das so ist und was man damit auch so machen kann. Ich finde es ja immer interessant, so was Neues zu lernen. Und dann habe ich mir hier die mitgenommen, diese Vellum-Papiere von DekoTime. Und ich habe es falsch rum. War klar. Die haben echt richtig schöne Seiten drin. Ah, okay. Und von jedem Blatt, wie ich jetzt gerade sehe, drei. Das ist natürlich auch super. Man kann es auch so als Zwischenblatt einlegen. Zum Beispiel wie in ein Fotoalbum. Finde ich persönlich auch echt immer ganz schön, wenn man da noch so eine zusätzliche Seite hat, die nicht ganz blickdicht ist, die man aber trotzdem vielleicht irgendwie verzieren kann. Das mache ich richtig gerne auch in meinen Traveler Journals. Und ja, so von den Mustern her, das ist echt schön. Also das ist auch echt richtig wunderhübsch. Dann habe ich hier so in Grau, oder? So ein Hellblau. Und das hier, das wüsste ich jetzt gerne, was es ist, aber ich denke, es soll eine Palme darstellen. Also wirklich richtig, richtig cool. Ich hatte mir noch überlegt, ob ich alle mitnehme, aber nachdem ich sie durchgeguckt habe, habe ich mich dann für diese hier entschieden, weil das einfach auch wirklich eher meine Farben sind. Und ich habe ja jetzt auch nichts davon, wenn ich sie alle mitnehme und dann daheim merke, ach nee. Ich meine, die Zeit zum Durchgucken ist schon echt immer knapp, wenn man beim Action drin ist. Aber ja, man muss sich die Termine dann halt einfach so geben oder so
machen, dass man halt wirklich allerhöchstens durch drei Abteilungen durchläuft. Und ich bekomme das eigentlich recht gut hin. Wobei 5 Minuten für die Bastelabteilung für mich auch schon echt fragwürdig ist. Was eigentlich manchmal auch gar nicht so schlecht, gibt man nicht so viel Geld aus. Und dann kommt noch dieser hier. Und der hat natürlich auch echt tolle Seiten mit diesem Grün und dann den Schmetterlingen. Dann ein bisschen Rot. Und klar, für den kommenden und hoffentlich bald nahenden Sommer ein bisschen Eis. Lila, lila geht eh immer. Lila geht immer. Lila und Rot gehen immer. Das ist ganz klar hier. Das ist jetzt aber auch eher rot. Also das sieht jetzt sehr pinklastig aus. Kommt halt in der Kamera leider komplett falsch rüber. Dann dieses schöne Grün gefällt mir auch super gut. Also da sprühen auch echt die Ideen wieder. Schade, dass es wahrscheinlich dieses Jahr nicht so möglich sein wird, irgendwo hinzufahren, wo man das in ein Traveler Journal mit integrieren kann. Ist sehr, sehr schade, aber ja, was soll man machen? Es ist halt jetzt einfach so. Und dann dieses hier. Die habe ich mir mitgenommen. Und dann habe ich mir, ah nee, halt, das war vom Rewe. Dann habe ich mir noch mal mitgebracht doppelseitiges Klebeband. So, ich habe jetzt am Wochenende schon wieder 3 Rollen verarbeitet. Das ist so abartig, wie schnell das leer ist, aber es ist einfach echt total gut. Und was ich mir jetzt diesmal mitgenommen habe, ihr habt ja schon mitbekommen, ich habe diese Körbe. Ich meine, ich war jetzt letzte Woche auch für einen Bekannten aus dem Kindergarten schnell beim Teddy und habe da Filzstifte geholt. Denn die kleine Tochter von ihnen hat von den ganzen Filzstiften die ganzen Kappen abgezogen. Und da nehme ich mir immer die Körbe mit. Und jetzt hatten sie dieses Mal leider beim Action die kleinen Körbe nicht. Und deswegen habe ich jetzt diese ganz großen mitgebracht. Also die haben jetzt 32 mal 25 mal 15. Aber ich hatte eh das Problem bei den kleinen Körben, dass die Sachen, die ich eigentlich gedacht hatte, da reinzuräumen, da einfach nicht so reingehen, wie ich es mir wünsche. Ich möchte nämlich in diese Bambuskörbe auch meine ganzen Sticker einräumen, weil die halt wesentlich stabiler sind. Und ich habe halt auch gerade ziemlich viele von diesen Bögen hier, weil die gerade auch, also die liebe ich eh abgöttisch, diese Art und Weise. Und die schmeißen sie beim Teddy auch gerade für, also bei uns für 55 Cent raus. Gibt bestimmt auch etliche Filialen, wo man die für 10 Cent bekommt. Und ich möchte halt in diese großen Bambuskörbe, möchte ich halt sehr, 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 sehr gern dann die ganzen Sticker rein. Diese Bambuskörbe haben jetzt je Stück 3,99 € gekostet. Aber ich denke, mal ganz ehrlich, für das Geld geht es immer noch. Na? Also finde ich immer noch echt okay. Und dann hatte sich meine Große in Blöcke verknallt. Und dann habe ich ihr diesen Essential Textures habe ich ihr mitgebracht. Dann wollte sie noch den Basic at Home gerne. Und dann noch den Shabby Chic. Den wollte sie auch noch gerne haben. Und die Regale sind wieder mal voll bei unserem Action. Gerade mit den Blöcken. Da liegen 2 Reihen hintereinander. Und dann dachte ich mir, okay, wenn ihr diese 3 Blöcke jetzt gefallen, dann bringe ich ihr die einfach mit. Denn die Kinder haben es ja momentan auch nicht so leicht. Und ich denke, sie wird sich schon riesig freuen, was auch der Fall war. Ich durfte sie nur gerade ausnahmsweise noch nach unten nehmen, um sie euch zu zeigen. Und dann war ich beim Rewe drin und da musste ich lachen, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass ich sowas da finde. Also man ist ja schon einiges gewöhnt, auch so vom DM und allem. Aber dass ich jetzt so eine große Packung beim Rewe bekomme, ja, geil, mitgenommen. Da kann ich euch jetzt leider nicht hundertprozentig sagen, wie viel die gekostet hat. Denn ja,
Kassenzettel ist gerade keine Ahnung wo. Ich weiß es nicht. Ja, und dann habe ich halt noch so ein bisschen Schnippzeug für Ostern geholt. Also Naschi. Und die habe ich zum Beispiel jetzt auch noch beim Action mitgenommen. Diese Eier. Und dann solche Schäfchen-Lollis habe ich noch mitgenommen beim Rewe. Und ja, so bunte Ostereier. Also ich weiß nicht. Keine Ahnung, ob euch das jetzt interessiert. Ich zeige jetzt einfach mal alles, was ich da so mitgenommen habe. Guck mal, hier habe ich auch noch so eine Eier. Und dann, wie gesagt, war ich ja letzte Woche beim Teddy. Und da habe ich mir dann diese 3 Stickerbögen wieder mitgenommen. Die finde ich so mega cool. Und dann... Na? Ich finde es schön, wenn die sich so verhaken. Dieses hier. Und dann dieses hier. Ja, und bei dem Teddy in Pettenville ist es jetzt wirklich so, also die haben Sticker, das ist der Wahnsinn. So, und Miezekätzchen. Ja, und das hatte ich in einer vergangenen Deko irgendwann mal in einem anderen Bullet Journal verwendet. Für den Juni, das weiß ich noch. Ja, und diese 5 Bögen waren alle für 55 Cent. Also die gab es alle für 55 Cent. Ja, jetzt habe ich euch alles gezeigt. Ich habe jetzt überhaupt gar nichts mehr da, was jetzt einfach nur so in der Ecke rumliegt. Es ist alles im Endeffekt präsentiert. Ich freue mich, denn jetzt kann ich die Kreide hochräumen, kann die Süßis, also die Naschis, das Schnippzeug verstecken, kann meiner Tochter die Blöcke geben und kann hier unten wieder mal klar Schiff machen. Ich hoffe nur, dass mein armer Mann es jetzt da mal schafft, die Schränke für hier unten zu bauen, der Arme. Sonst muss ich das übernehmen. Sonst muss ich lernen, wie man Schränke baut. Ich will es mir eigentlich gar nicht vorstellen, wie die Schränke dann aussehen, wenn ich das mache. Ja, ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen entspannten und erholsamen Tag. Ich werde jetzt hier erstmal aufräumen und dann ist Ablage angesagt. Ja, aber was sein muss, muss sein. Ich wünsche euch jetzt erstmal noch einen entspannten Tag. Ich hoffe, bei euch ist genauso schön das Wetter wie bei uns. Genießt es, geht raus, geht spazieren, schnappt euch die Fahrräder, die Roller, ja, alles Mögliche, was vorhanden ist. Die Inliner, die Rollschuhe, das Skateboard, die Kinder, die Hunde, die was weiß ich was. Schaut so, dass ihr rauskommt, wenn ihr die Möglichkeit habt, das Wetter zu genießen. Lasst es euch gut gehen, besucht die Eisdiele um die Ecke, holt euch ein Eis to go und ja, lasst es euch richtig gut gehen und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bleibt gesund und lasst euch auf gar keinen Fall von irgendjemandem ärgern. Bis zum nächsten Mal. Ciao.